Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute wieder eine Runde mit Arthur. Und dann schauen wir mal, wo finden wir den ersten Revolverhelden? Hier unten ist es. Den holen wir uns. Wollen wir ein Pferdchen ranpfeifen? Oh, das kennen wir noch gar nicht. Dann untersuchen wir auch dieses. Das kennen wir. Das auch. Oh, den kennen wir auch noch nicht hier. Den Kollegen. Ich dachte mal, die hätte ich schon alle hier untersucht. Tja, dann. So, das Zweitpferd wollte ich eigentlich hier lassen, aber jetzt hänge ich hier fest, ne? So. So, was sagt die Uhrzeit? Ja, mittags. Da können wir den Herrn Granger, heißt er, glaube ich, mal stören. Ja, auch hier in der. Oh. Ich wollte gerade sagen, in der Story reite ich gerne querfeldein. Da hätte ich aber beinahe den ersten Fehler begangen hier. Aber bestimmt hier durchreiten. Da unten hat er seine Bude. Und dann besuchen wir den mal freundlich. Haben wir was dabei? Ja gut, wir wollen ihn da freundlich besuchen, ne? Das lassen wir mal lieber. Oh, der ist Schweinebauer. Hey, you. What do you want? Jetzt wird's interessant. You Granger? That's my name. And my occupation too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were. You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Them days are long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Pick up the fork and get to work. Ja, da wollen wir ein bisschen Schweinescheiße schaufeln. Shovel your damn shit. Jim Boy weren't nothing, you know. Ah, die Musik ist schon schön, oder? I killed men, women, and children too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. I scalped some. Boy, they scream when you scalp. Unsere schönen neuen Klamotten, oder? Don't know what's got into these hogs, but I know what's coming out of them. I bash folks, butchered folks. I burned folks alive. Buried folks alive. One time, I... Hey, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? So. That's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs, and no hands. Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway.
I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You're making a book, you should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me there. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time... Hey, you know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, you don't hit no man of peace. No government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Ich glaube, jetzt wird's lustig. You walk away right now. Don't do it! There you go. Ooh. No. No. No! You did not! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. Tja. Jetzt plündern wir den mal eben. Der braucht das ja alles nicht mehr. Wo liegt die Knarre von dem? Ah, da. So. Jetzt machen wir noch ein Foto von ihm. Dann ist die Sache erledigt. Und wo wir schon mal hier sind. Ich meine, das braucht er ja alles nicht mehr, ne? So. Schauen wir uns hier mal um. Oh, eine Mundharmonika. Das wird, glaube ich, mal eine Lageranfrage. Ja, das ging doch alles einfacher als gedacht. Hier? Ach, gar nichts. Achso, den können wir auch mal nehmen. Oder auch nicht. Doch, den nimmt er. Also dann filzen wir ihm eben noch die Bude. Das ging ja alles schnell hier. So. Auch nicht mehr. Warum schießt der so schlecht? Oh, das gibt Abzug in der B-Note hier. Aber wir brauchen Hahnenfedern später mal. Kenne ich das Huhn schon? Also, irgendwie will er die Hühner hier nicht scannen. So. Also, am liebsten würde ich ja jetzt da die Schweine mir auch noch anschauen, denn Schwein brauchen wir noch beim Trapper. Machen wir es mal eben so. Kann ich nicht vorher sehen, wie die... Ich versuche das mal. Er will die nicht. Das gibt's da nicht. Gotcha. Oh, das gibt alles Minuspunkte hier. Ja?
Aber der Herr Granger kann sich nicht mehr beschweren, darum geht's mir. Und ich bin mir ziemlich sicher, perfekt, das meine ich, dass wir Schweinehaut brauchen. Und dann hacken wir halt ein bisschen Holz und sowas im Lager. Dann ist die Ehre wieder hergestellt. Got you. There we go. Oh, ich sammle hier mächtig Minuspunkte. Aber ist nämlich auch perfekt. Soll auch so bleiben. Und das nehmen wir auch noch mit. Und dann sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Dann zeige ich euch noch unseren neuen Revolver. Da ist er, Grangers Revolver. Da ist er. Macht doch einen schlanken Fuß, oder? Ah, da wollte ich mal kurz gucken. Ja, der ist auch tipptopp im Zustand. Ja, dann können wir ja ganz entspannt zurück Richtung Lager. Na, Vögel satt und ich war wieder zu langsam hier. Kenn ich schon, kenn ich schon. Was haben wir hier? Oh. Da müssen wir mal eben die Waffe wechseln. Und haben wir wieder was gelernt. Kennen wir schon. Ja, dann hat sich ja der Besuch hier bei Mr. Granger doppelt gelohnt. Wo ist denn jetzt das Viech hier? Da. Das Kompendium erweitert. Ach, das ist ein Kormoran, okay. Dann seht ihr, das war gar nicht so weit weg vom Lager. Das Zweitpferd ist sogar in Hörweite. Aha. Man coming in. Look what the cat dragged in. Der Dieb. Ah? Da müssen wir ein Auge drauf halten. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, was er da an der Kasse immer macht. So. Dann sind wir zurück. Dann können wir die Folge auch beenden. Ah, bringen wir das Pferd mal ordentlich hier an den gescheiten Parkplatz. Dann mal kurz. Lauschen wir noch eben hier kurz. Ja, den grüßen wir mal. Okay. Dann hauen wir mal eben ein bisschen Kohle rein. Für die Ehre. Und, oh, Gegenstand spenden geht auch. Da haben wir die Gürtelschnalle. Die brauchen wir nicht. Die hauen wir raus. Sieht da, das gibt einen Pluspunkt. Ach komm, ein bisschen Kohle hauen wir auch noch raus. Ich
glaube mindestens 20 oder 21 Dollar. Dann gibt es das nächste Plus. So. Und dann machen wir Schluss. Das war unser erster Revolverheld. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.